Willkommen zu unseren neuen News, hier mit einer Sondersendung zum CBD-Erlass. Ministerin Beate Hartinger-Klein hat per Erlass erwirkt, dass CBD-Produkte nur noch in Reinform erlaubt sind. Ab sofort verboten sind also CBD-Edibles, CBD-Öle sind, sofern sie als Nahrungsergänzungsmittel angeboten werden, nur noch über Apotheken erhältlich. Problematisch wird es also für alle Händler, die sich auf den Verkauf von CBD als Nahrungsergänzungsmittel spezialisiert haben. Ab sofort dürfen sie ihre Produkte nämlich nicht mehr verkaufen. Alle CBD-Produkte müssen in Zukunft angemeldet und zertifiziert werden. Also bislang galt die 10% Steuer auf CBD-Produkte, ab jetzt kommen auf CBD-Aromaöle 20% Steuer und CBD-Blüten dürfen verkauft werden, sofern sie angemeldet und zertifiziert sind. Hier gilt ab 01.01.2019 eine Steuer von 45%, da sie nun als Tabakprodukt gelten. Der Versandhandel ist strikt verboten. CBD-Blüten müssen außerdem mit Warnhinweisen wie bei Tabak verkauft werden. Nicht mal eine Änderungsphase wurde mit eingebaut. Bisher durfte CBD ab 16 Jahren verkauft werden, zukünftig nur noch ab 18 Jahren. Genehmigung und Zulassung von CBD-Produkten kann bis zu 500.000 Euro kosten. Bei Nicht-Einhaltung wird es eine Abmahnung geben. In weiterer Folge könnten die Produkte aber aus den Regalen beschlagnahmt und Verwaltungsstrafen verhängt werden. Was zur Folge haben wird, dass sich eine Zertifizierung nur mehr die Big Player leisten können. Ein Schweizer Unternehmen hat bereits die erste Anmeldung und Zertifizierung getätigt und erhalten. Medihemp und Bioblum erwägen eine Sammelklage. Ein Informationsschreiben von Medihemp, was uns heute noch erhalten hat, daraus geht hervor, dass es weder eine offizielle Information noch Handlungsaufforderung seitens der Behörden bis dato gibt und man deshalb seitens von Medihemp auch keinen Handlungsbedarf sieht. Auch die Cookies werden, glaube ich, noch weiterverkauft in Wien. Erste Shops haben Angst bekommen, so hat Superb ab heute seinen Online-Versand komplett geschlossen. Stefan Wojnicz vom Vorstand des WVCA, des Wirtschaftsverband Cannabis Austria: Für die Brownies bedeutet das das Aus. Öle dürfen nur mehr in Apotheken verkauft werden. Mehrere Unternehmen prüfen aber derzeit, was das rechtlich tatsächlich für Auswirkungen hat. Die Unsicherheit schlägt also unglaubliche Wellen, liebe Leute, dass manche kleine Geschäfte nun auch schon keine CBD-Blüten mehr verkaufen. Hier werden grundlos neue Geschäftseröffnungen zunichte gemacht. Trafiken dürfen ab dem 01.01.2019 auch CBD-Gras verkaufen, was sie bis jetzt nicht durften, aber trotzdem gemacht haben. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass anerkannt wird, dass CBD-Blüten auch geraucht werden. Ja, ihr Lieben, zum Abschluss möchte ich euch noch einen ganz kurzen Auszug eines offenen Briefes an die Sozialministerin Frau Hartinger-Klein vorlesen, welcher von der Michaela Bunschuh verfasst wurde. Vielen Dank dafür. Sehr geehrte Frau Sozialministerin Beate Hartinger-Klein, die Art, wie Sie das Ihnen anvertraute Sozialministerium führen und welche Verbote und Regelungen Sie durchsetzen möchten, ist dermaßen unverständlich, dass dieser offene Brief an Sie verfasst werden muss. Mitte des Jahres noch haben Sie in einer parlamentarischen Ansprache die gesundheitliche Wirkung CBDs bestritten und als wirkungslos deklariert. Sie sind gegen die Verwendung von medizinischem Cannabis. Sie möchten Homöopathie als Behandlungsmöglichkeit all den Menschen verwehren, welche diese für die Behandlung ihrer Beschwerden nutzen möchten, und vor allem diesen Menschen untersagen, die seit Jahren und Jahrzehnten die besten Erfolge damit erzielt haben. Frau Ministerin, wäre es nicht ein infamer wissenschaftlicher Kundennap, Produkte nur ausschließlich in einer Apotheke zu verkaufen, wenn man wüsste, dass es doch gar keine Wirkung hat? Jetzt muss ich Sie ernsthaft fragen, Frau Sozialministerin Hartinger-Klein, für wen arbeiten Sie? Die ganze Fassung findet ihr übrigens in unserer Beschreibung. Der ganze Brief vorzulesen wäre ein bisschen lang. Und ja, ich hoffe, es wird sich viel tun. Und wenn sich in nächster Zeit hier nicht was ändert, dann werden wir uns hier in Österreich auch die Westen anziehen und werden auf die Straße gehen. Bis dahin in diesem Sinne alles Gute, bis zum nächsten Mal.
Podcast. Du mouvement social.